Hi, Caro! Hey, hi, Florian, schön, dich zu sehen! Hey, wie geht's dir? Mir geht's super, geht's dir auch gut? Ja, super! Und wie geht's euch? Hallo! Hey, übrigens. Hallo! Hi, ihr Lieben da draußen! Und was machen wir heute, Caro? Ja, wie du schon siehst, halte ich hier eine Maske in der Hand. Das heißt, wir machen heute Maskentheater. Wir zeigen euch ein bisschen die Grundlagen des Maskenspiels, denn wir haben nicht nur eins, nicht nur zwei, wir haben drei Maskentheaterstücke bei uns am Theater Strahl und unser neuestes heißt Klasse Glück. Flore? Oh. Tschüss. Okay. Dann sind wir... zwei, jetzt mal alleine. Das ist auch ganz schön, dann kann ich euch nämlich Hella mal in Ruhe vorstellen. Hella ist meine Lieblingsfigur aus den Maskentheaterstücken. Sie ist eine unglaublich tolle Freundin, sie hat ganz viel Leidenschaft im Blut. Sie kann auch richtig sich durchsetzen, wenn es drauf ankommt. Und trotzdem ist sie immer eine gute Zuhörerin, sie ist ganz loyal und kann auch ganz leise und zart sein. Also hat ganz, ganz viele Charaktereigenschaften. Und ich habe heute das Glück, dass ich mit Hellas Maske spielen und euch ein bisschen was zeigen darf. Wie, du willst nicht alleine spielen? Bin auch da. Ah, großartig. Na, dann können wir ja loslegen. 1, 2, 3, cap. Schule fertig und was jetzt? Die Charaktere aus den erfolgreichen Klassestücken werden flügge und machen einen letzten gemeinsamen Trip. Erste Übung mit der Maske. Was ist überhaupt wichtig, wenn man mit Maske arbeitet? Erste ist die Bewegung der Maske. Wie genau sind die? Weil damit, nur mit der Maske, kann man so viele Emotionen geben. Beispiel. Okay, nur damit kann man schon sehr viel erzählen. Und dann natürlich kommt der ganze Körper mit. Aber Hauptsache, das ist sehr genau. Das Thema von Klasse Glück ist ja, dass die Schulzeit endlich vorbei ist. Und darum sollt ihr euch jetzt mal eine Szene überlegen, eine Szene improvisieren mit dem Titel Was werde ich vermissen an meiner Schulzeit? In diese zweite Aufgabe geht es um das Gegenteil. Und zwar, was werdet ihr überhaupt nicht vermissen von dieser Schulzeit? Überlegt euch was. Wir haben uns auch was überlegt. Und für uns, was wir nicht vermissen, ist dieses Haufen an Hausaufgaben.
Als Erweiterung der Möglichkeiten von Maskenspiels wollen wir euch zeigen, wie zum Beispiel diese drei Charaktere, die wir gespielt haben, sich auf die Straße begegnen, aber nach 5 Jahren. Wie reagieren die? Was passiert in denen? Und das zeigen wir euch. Für die letzte szenische Improvisation geben wir euch jetzt mal kein Beispiel an die Hand. Die sollt ihr ganz frei alleine improvisieren. Und der Titel bzw. die Frage, zu der ihr improvisieren sollt, lautet: Was bedeutet Glück für euch? So, das war's für heute. Ja, genau, mit unserer kleinen Einleitung zum Maskenspiel. Dafür braucht ihr nicht unbedingt jetzt so ganz kunstvolle Masken, wie wir sie verwendet haben, sondern es reichen auch diese ganz normalen Blankomasken, die gibt's in jedem Bastelladen. Heute haben wir viel gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns nächstes Mal. Hier im Theater Strahlen.